Ich bin immer noch auf dem Hof in Bad Bergen beim Bioladen. Und ich höre gar nicht auf, hier was zu, was zu entdecken. Schaut euch mal an, ich bin hier, habe hier eine Tür entdeckt und da geht hier so eine wirklich uralte, staubige Treppe hoch auf den Dachboden. Und ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, wie man hier auf den Dachboden kommt. Jetzt habe ich es entdeckt. Und guck mal, was wir hier für schöne Stuckarbeiten hier haben. Ein Spinnwebenparadies. Oh, acht Mal. Hier ist alles ganz dunkel und schwarz. Vom Räuchern nehme ich mal an. Hier muss mal der... Hier muss mal der Rauch der Räucherkammer hochgezogen sein. Boah, ist das schön. Hier hat man mit Weißblech. Mit Weißblech hier den Fußboden, der hier hochgekommen ist, irgendwie versucht einzudämmen. Boah, hat das hier gearbeitet. Das ist alles alt. Ja, und das hier, was ist das denn? War das hier mal? Das hier war wahrscheinlich mal die Räucherkammer. Oh, guckt mal, diese schönen bemalten Fenster. Traumhaft. Ja, ich bin doch heilfroh, dass der Hof gerade in der Renovierungsphase ist und noch nicht fertig ist, weil dann hätte ich hier längst nicht mehr so viel entdecken können wie jetzt. Ist das der Hammer? Oh, hier ist der Dachboden. Heidewitzka, ist das ein Dachboden. Ich finde es hier oben auch schon ziemlich beeindruckend. Eine sehr interessante Leiter hier. Wir vertrauen einfach mal ein bisschen drauf. Eigentlich wollte ich ja bloß im Bioladen einkaufen gehen. Siehst du? Meine Einkaufstasche steht schon seit anderthalb Stunden da im Laden. Zum Glück ist nichts drin, was gekühlt werden muss. Oh. Guckt euch das an. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir sind hier über der Scheune. Und irgendwo hier drunter ist die Gesindekammer, über die ich ja auch schon ein Video gemacht habe. Aber hier laufe ich nicht weiter. Das ist mir ein bisschen zu kriminell. Die alten Bretter und Planken, die liegen da alle nicht von Vorteil. Wow. Finde ich das beeindruckend. Ja, das Tolle ist, hier ist alles noch mit uralter Patina bestückt. Wer auch immer vorher hier gelebt hat oder gewirkt hat, der hat einfach nie was versaut. Hier gibt es ganz viel Historie noch, ganz viel alte Oberfläche, die quasi Lieder singt und Bücher spricht. Also das ist großartig. Das wäre ein wunderschöner alter Hof. Klasse. Unglaublich. So, mal gucken, wie ich jetzt wieder hier durchkomme. Ich eng ist das ja schon. Ja, und dann kam ich endlich dazu, die Karin aufzusuchen, um das Geheimnis der Falltüre zu lüften. Allerdings habe ich sie nicht mehr angetroffen. Der Bioladen war plötzlich leer. So kam es, dass ich erst 2 Tage später wieder zurückkehrte,
um endlich das Geheimnis zu lüften. Und das war gar nicht so schwer. Da ist sie, die Falltüre. Ja, folgende Bewandtnis hat es damit. Also allererstens, es gibt oft solche Falltüren, gerade in solchen alten Höfen. Wie ihr sehen könnt, steht hier der Türrahmen, der schon älter ist, also einiges älter. Der steht hier auf der Falltüre oben drauf. Seht ihr? Das hier ist die Falltüre. Hier ist der Griff sozusagen. Und auch hier, ja, sehen wir das Scharnier, liegt der Türrahmen auf der Falltüre auf und nicht nur der, sondern auch die Fußbodenleiste. Und hier sehen wir auch noch den Verschluss der Falltüre. Wenn man jetzt schaut, wie alt hier das Material ist, was da drüber verbaut wurde, dann weiß man auch ungefähr, wie lange diese Falltüre nicht mehr geöffnet wurde. Aber, kommen wir zur Auflösung des Rätsels. Tatsächlich führt diese Falltüre irgendwo hin. Und zwar in einen Keller. Allerdings, leider Gottes, ist der Keller, wie ich erfuhr, bekannt. Und man kommt von der Rückseite des Hofes dort hinein und das gucken wir uns auch gleich mal an. Aber ja, leider ist dort kein verborgener Kartoffelkeller, in dem vor 100 Jahren mal ein Schatz versteckt wurde. Sehr schade, aber was für eine mega Sache. Entdeckst du plötzlich so ein Ding, ja. Unheimlich spannend. Ich fand's großartig. Bin aber auch gespannt, gleich mal unten im Kartoffelkeller zu gucken. Ja, und hier in diesem Gebäude, in dem ich bin, gibt es ja auch noch Abenteuer. Die haben wir ja schon auch erlebt. Aber eines haben wir noch nicht erlebt. Nämlich da ganz hinten diese Türe, die war verschlossen. Ich zeig euch das nochmal, was ich meine. Wo diese unglaublich tollen alten Relikte. Hier die Kappe aus den 20er Jahren. Der alte. Man weiß nicht, wie alt der Rucksack ist. Der ist sehr alt, wirklich sehr alt. Ich finde den toll. Ja, und hier hinter geht es da quasi nochmal wohin. Ob das da wirklich noch irgendwo hingeht, das erfahren wir dann gleich. Ja, gucken wir mal. Aber erst, da stehen auch noch schöne alte Flaschen da hinten. Hier in der Bildmitte. Aber erst gucken wir jetzt mal nach dem Keller. Hier ist ja eine Tür. Zack. So. Also, das ist tatsächlich das Gebäude. So, mal gucken, da ist ja so ein Innenhof. Vom Fachwerk her sieht das genau gleich aus. Warte mal. Ah ja, doch, hier, genau, das ist schon der komplette Innenhof. Der Innenhof ist von innen verriegelt. Ja, schön. So. Genau, hier haben wir das Loch. Moin! So. Das hier soll der Keller sein, angeblich. Jetzt habe ich gar keinen Akku hier in der Lampe stecken. Aber, wir können das leider nicht sehen, weil wir haben hier überall so eine Isolierung unter der Decke drunter. Und der Keller ist ansonsten auch leider recht unspektakulär. Hier wurde früher mal Obst gedörrt. Da haben wir hier auch die ganzen Trockenregale. Ich glaube, wir müssen dann mal mit Schritten prüfen, ob denn die Schrittlängen, ob das Maß ungefähr stimmt mit dem Keller, ob der Keller tatsächlich hier drüber ist. Weil sollte er es nicht sein, wird es ja noch spannend werden. Ich glaube, wir messen das am besten so. Der Keller geht die komplette Fläche hier entlang
Wir haben da vorne diese Hof zum Innentor, zum Innenhof, die Tür zum Innenhof. Und der Keller, der ist jetzt hier außen, das ist ungefähr die Kellermitte. Jetzt messen wir mal die Schritte zur Türmitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also 6 Stück und dann wären wir in der Tiefe der Kellermitte. Das können wir jetzt vom Innenhof ebenfalls prüfen, um zu sehen, ob das auch ungefähr hinkommt. So. Also, das ist die Türe von außen, wo die Falltüre dahinter ist. Können das ja auch gucken. Da haben wir sie. Das ist die Falltüre. So, hier haben wir den Innenhof und hier haben wir die Türe, vor die wir geschritten sind. Ja, und das kommt schon hin mit dem Keller. Da brauchen wir gar nicht zu zählen oder so. Das ist definitiv genau unser Maß. Hier ist die Außenwand. Darunter befindet sich der Keller. Ja, ein ganz klein bisschen enttäuschend ist es schon. Aber es wäre ja zumindest fast ein Abenteuer gewesen. Oder war es nicht schon ein Abenteuer bis hierhin? Ich fand es großartig. Hat wirklich Spaß gemacht. Aber jetzt gucken wir mal, was wir nämlich bisher noch nicht erkundet haben. Ich hatte ja erst die Hoffnung, dass es darüber vielleicht noch einen Dachboden gibt, aber hier ist kein Dachboden. Hier ist nur diese Tür, hinter die wir noch nicht geschaut haben. Wir haben aber auch mal ein paar. Oh, was ist das denn? Da drunter ist hier ist ein Loch drunter. Hier darf man gar nicht drauf treten, dann ist man sofort weg. Nicht, ist das hier mal ein Plumpsklo gewesen oder so? Das sind noch schöne alte Fenster. So welche haben wir ja auch vorher gesehen, die bleiverglasten, schon in dem anderen Teil, wo wir gefilmt haben. Ja, da war irgendwie mal ein Plumpsklo. Schön, schön. Ja, ich glaube, das war's. Jetzt haben wir den Hof komplett erkundet. Das ist schön, oder? Schaut mal, das hier sind, glaube ich, diese Schlagläden. Von der Ecke da oben hängt quasi der fliegende Teppich in der Kammer des Schreckens. Ja, und jetzt werden sich manche fragen, fliegender Teppich in der Kammer des Schreckens? Ja, Zuhörer des Abenteuerradios wissen bereits von einem Abenteuer, das ich noch dort im Hof erlebte, das ich aber leider nicht gefilmt habe, weil ich gerade mit dem Mikrofon unterwegs war. Und ein zweites Mal kann ich solch ein Abenteuer nicht erleben, weil ja dann die Spannung weg ist und das ganze Video sehr so ein bisschen nacherzählt oder gestellt wäre. Also kann ich euch nur empfehlen, auf podcast.tim von Lindenau das Abenteuerradio zu abonnieren und dort findet ihr auch den Beitrag mit dem fliegenden Teppich in der Kammer des Schreckens, damit ihr wirklich nichts verpasst. Und darunter sind diese kleinen Schlagläden von diesen Scheiben, die da verschlossen waren, wo dahinter die Räucherkammer ist. Können wir das auch von außen sehen? Schön. Ja, und solche Höfe haben ja immer so einen kleinen geschützten Innenhof auch gehabt. Wofür, weiß ich gar nicht genau, aber man geht mal davon aus, lag meistens am Wohnraum, wie hier auch, dass man einfach eine windgeschützte Ecke hat, wo man mit der Familie sitzen kann. Ja, und dann würde ich mal sagen, ich denke mal, dass es das war. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde wahrscheinlich gleich im Anschluss zu einem weiteren Hof fahren, wo es möglicherweise noch was zu entdecken gibt. Das wird sich dann noch herausstellen. Also ich sag mal, macht's gut, bleibt dran, bis zum nächsten Abenteuer.